So, Ladies and Gentlemen, willkommen zum Battle 5 und wir fangen was Neues an. Ja, 1945 Provence. Ich denke mal, Frankreich wird das sein. Dann starten wir mal. Richtig, Frankreich. Herbst 1944, Freunde. Die Schlacht zur Rückeroberung Europas hat natürlich begonnen. Okay, Operation Dwagon. Halbes Jahrzehnt wurde Frankreich besetzt. Genau, bis Berlin sind es 1500 Kilometer von Frankreich aus. Regardez. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Oh, wir spielen, glaube ich, einen Schwarzen. Okay. Deme. Obwohl da eigentlich nur Schwarze rauskommen. Nangadep. Idrissa. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tu as quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute. Les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Coole Geschichte, echt. Ich hatte hier, dass die Schwarzen hier nur am Graben. Il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Am Graben sind Gräber oder sowas? Mal hier Action. Guter Offizier gewesen, auf jeden Fall der Franzose da. Mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit est pas toujours vrai et que
est vrai et pas toujours écrit. Oh fuck! Des cons! Bagal geht direkt ab hier. Geil. Guck mal, ist hier was, irgendwas zu retten? Das war wirklich so, ne? Oder so, ja. Granate! Muss nachladen! Oh fuck! Wenn wir schon tot, ne? Passt. Oh fuck, sind da viele. Oh, ich bräuchte eine Sniper oder sowas. Oh, da oben, MG. Fuck. So, jetzt in Deckung hier. Rauch ist geworfen worden. Schön. Geil, hier mit einnehmen und so. Echt nice. Selbst
Schöne, schöne Entdeckung, die Jungs da. Geiles Spiel, echt. Kopfschuss. Jawohl, das haben wir eingenommen. Ich geh mal in den Bunker hier rein. Vielleicht gibt's hier was. Cool, laufen die mir hinterher. So, was gibt's denn hier so Schönes? Gut, dann können wir ja weiter, ne, Freunde? Ups, aber nicht da lang. Sondern hier lang. So, jetzt geht's ab hier. Fourmi prête à se faire écraser. Mais moi, je me répétais tout le temps. Il y a une chasse immédiate. Non, pas moi. Je suis aimé. Je suis aimé. Et Dieu viendra en aide. Oh fuck! Scheiße, der Panzer. Das Pistol müssen wir platt machen. Oh fuck. Alter, geht das hier ab? Das ist so heftig. Schlechtes Mann, Freunde. Geile Scheiße, echt. Die sind aber auch wirklich auch schlau, ne? Hier zwischen zack. Das ist auch Geschichte, wer knallt auf mich? Wir müssen aber weiter voran hier. Er hat gesessen. Ja, jetzt mal kurz die andere Knarre hier, wo wir gleich. Mal ein bisschen hinter der Deckung. Der ist auch in der Bar. Ja, wir behalten mal die Knarre. Oh fuck.
Oh, geil! So, Freunde, Granaten und alles mit hier. Ab nach vorne. Jetzt geh ich mal von links. En avant! Schön, dass hier keiner ist. Sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Das war doch ziemlich gut. Jetzt machen wir die nächsten gleich platt. Alter, ach so. Okay. Hinter mir, vor mir, oh Wichser. Boah, ich weiß, wir sind schon längst tot, Freunde. So, jetzt noch den letzten hier platt machen, der ist hier vorne. Oh, der wird aber gut gehen. So, gut. Ganz kurz hier gucken, ob die was Schönes haben. Haben die nicht? Also gehen wir mal...
Weiter nach oben. Le QG ennemi est droit devant. On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, so, wir sind hier am Ziel so langsam. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Alter. Hä? Hey? Kommt da nicht da rein? Nur mal hier hoch. Ups, nicht ins Feuer, sondern die Leiter hier hoch. On était tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années. Je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Guck mal, der hier. Alter, wie der sich gefehlt. Ups, das war schon. Eigentlich mal eine richtige Sniper. Also beziehungsweise wegen dem Visier ist es tausendmal besser. Stützpunkt halten, okay. Boah! Moment, ich hab doch eine Panzerfaust hier. Also, wenn ich jetzt schieße, das nennt man die MG42, auch Hitler Säge genannt. Kommen da noch welche oder was ist das? Guck mal, der will abhauen, krass. Je les vois! Les Allemands arrivent! Oh, was soll das? Sniper oder? Ich seh die kaum mehr, wo sind die denn? Da. Ups. Oh fuck, ein Panzer. Den muss so killen. Oh Mann. Das war. Oh Scheiße, schießt auf uns. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Nein! Jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob das jetzt von uns waren oder Gegner oder wie auch immer.